Плюс-минус 60. Радиация Чернобыль, это известно как Александр Большой, да, или где-то первый. Ну, теперь Фукусима. Ну, это должно же это сейчас заинтересовать, когда, в общем-то... Может быть, будет, а сейчас совершенно нет. Грустно. Пока облако до Европы не дошло. Да дошло уже давно. Ну тогда должно быть. Но 31-го в Швеции было уже довольно серьезные цифры. Да? Да. Да, на нашем сайте. А что же у нас показывает, что на Дальнем Востоке, в Владивостоке все окей? Да, это же то же самое, что и говорили про Чернобыль, что все хорошо. А вообще вот это вот новое, как бы, аспект заражения Мирового океана, рыба, которая, так сказать, это мигрирует. Ну, да. Все вот по пищевой цепочке. Ужас. По пищевой цепочке, да, это же вообще просто... Движение можно найти немножко работа на улице. Может быть. Потом вот все-таки вот эти вот малые дозы радиации. Это все не это самое, не шутки. Алексей! Come here! Come here! Hast du nur die wichtigen jetzt? What we want to do is this, okay? We want to get a paper into the British Medical Journal. So Malco is giving me the latest big fat edition of UNSCEAR 2011 on Chernobyl, okay? No, UNSCEAR 2011. Oh, what he's got. Start from the beginning. Yeah. All right. What I want to do is to get a short letter into the British Medical Journal with signatures on it. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Agree. And what it says is that the UNSCEAR and the ICRP do not cite any data that they don't like. All right. So it's going to say, you know, we are very concerned that the basis for risk assessment, which is the United Nations Scientific Committee, blah blah blah, has not cited at least 4 million articles which show that their risk model is incorrect. And signed, we have the call, Busby, Goncharova, you know, okay. The whole bloody lot of the whole gang. Okay? So we'll sort this out. Yeah. So I'm going to say that tomorrow, and I'm going to ask all the people here to put a little tick next to their name on the list, you know. And then we'll contact them, and then because I've got a lot of pressure on the Lancet now. The Lancet are under tremendous pressure. Lancet and the BMJ, both of those people. The British Medical Journal and the Lancet, okay? Uh-huh. I mean, if we don't get into them, we don't exist, right? Yes, uh-huh. Right. Because we keep publishing all over the bloody place, and they just say, oh, just Mickey Mouse Journal, this journal, that. Who, you know, because they used to say no journal. They used to say, you can't get it published. Yeah. But now we get it published. They say, oh, it's a crap journal. It's only got an impact factor of 1.9, you see? We have to discuss this Niagu. Niagu have text, have Russian text about this. Principle is the same idea. Okay. Well, Russian text, well, then it'll have to be translated for me, okay? And, well, she can do something like that. Oh, yeah. I mean, we just want something short. It doesn't have to be big. Yeah. And we want to put massive pressure on those bastards at the Lancet and the BMJ, okay? I agree. If you don't publish this stuff, we're going to put you up in lights on the internet, okay? Great idea. I support it. Please, right, please, okay. give me a draft. Okay, we'll do it then. Very good idea. Yeah, it's very important to do that, to really get the Lancet into British Medical Journal. I'm so angry on the Lancet. Using this using this opportunity, we can catch several very famous. Somebody needs to say all this stuff in Russian, right? At some point. Okay? Yes. So tomorrow morning, when I give my thing about Fukushima or whatever I'm going to talk about.
Shall I ask one of the translators that she translates the text of the Russian text of Angelina into German, and then we can translate if you like, it into English. Yeah, that would be useful. So use it as a basis, or then they. Sure. No, Angelina's text very long. It's very long. No, I'm just talking about just a little letter with a thousand. That's better. You agree. Make it, and then it's translated into Russian. Okay, well maybe I'll do it tonight on the laptop, and then I can give it to you, and someone can translate it into Russian. That'd be the way to do it, isn't it? Yes. I like the art. Well, the point is, otherwise it's just like what she says is Russian. She says it's a scientific kindergarten. That's what she calls it, you know. And it's true, it's a scientific kindergarten. We're having a nice time, you know. But actually, we've got to bust through that, those people, you know. I mean, I sent a paper to The Lancet last month, 2 months ago, in which we measured the radiation, the uranium in the hair of the mothers of the children in Fallujah who have genetic defects. And there was there's statistically significant excess of uranium in the hair. And they sent it to various people, and they, first of all, they rejected it. They said, we're not interested in this. And so I wrote back and I phoned them up and I said, excuse me, but you're the largest medical operation in terms of publishing in the whole world, and you're not interested in the fact that there is an agent out there which is killing everybody. Okay, you really, that's what you're saying. Okay, that's what I'm going to report. Yes. Anforderungen der ICAP, der Atomindustrie und dem Gesundheitsschutz, den die ICAP ja eigentlich vordringlich hätte bedenken sollen. Wie äußert sich das heute? Vielleicht können Sie das mit Japan noch einmal kurz einfach erklären. Also mit Japan ist es so, dass die eigentlich sich an die Empfehlungen, die damals in Russland ausgesprochen wurden, halten sollen. Sie sollen das Gebiet um den Reaktor weiträumig evakuieren. Aber das wird man wahrscheinlich nicht können. Bloß wenn sie es nicht können, müsste ihrer Bevölkerung sagen, aus den gültigen und bekannten Risikowerten, nicht wie sie die ICRP verbreitet, sondern wie sie unabhängige Wissenschaftler eben auch ermittelt haben, muss damit gerechnet werden, dass in den nächsten 20 Jahren viele zusätzliche Krebserkrankungen zu tödlichen Krebserkrankungen werden. Die Zahlen sind extrem hoch, mehrere hunderttausend zusätzliche Krebserkrankungen wird man haben. Und es gibt auch im Internet nachschaubar Berechnungen, wie aus den gegebenen Aktivitätswerten, die ja jetzt da sind, wie man da ausrechnet, welche Anzahl von Bevölkerung dann erkranken wird. Dazu muss man wissen, wie viel Menschen auf dem Gebiet leben, und dann wird es eben so sein, dass aus 100 einer oder zwei zusätzlich an Krebs erkranken. Was mutet uns diese selbsternannte Strahlenschutzorganisation derzeit für ein Risiko zu? Ein Risiko, dass sie sagt ja, so hoch ist die Grenzdosis, und sie sagt auch, so hoch ist das Risiko. Sie mutet uns ein 5- bis 10-fach höheres Risiko zu, und das wir ertragen müssen. Und das ist wesentlich höher als das, was man von der normalen Industrie als Arbeiterschutz anerkennt. Man sagt, also bei 10.000 Fulltime-Arbeitern in der sicheren Industrie, also nicht eine gefährliche Industrie, sondern das Elektroindustrie, Maschinenbau und so weiter, hat man heute einen Stand erreicht mit nur 0,1 Toter oder Unfalltoter pro Jahr pro 100.000 Vollarbeitskräfte. Und das Risiko, das uns die ICAP zumutet, das wird dann etwas anders definiert wie die Krebserkrankungen, da ist es etwa 100 Mal höher. Mhm. Und dieses Risiko ist seit Jahrzehnten gleich, oder? Das Risiko hängt ja davon ab, von der wissenschaftlichen Erkenntnis, die man hat. Und ich habe eine Folie gezeigt, da ist über die Zeit hin aufgeschrieben, wie hoch man jeweils das Risiko akzeptierte oder gesagt hat, wie hoch es ist, aus den damals bekannten Daten. Und das ist von 1970 auf heute etwa 20 Mal höher als damals.
und die zulässigen Dosen, die man normalerweise um den Faktor 20 hätte verringern sollen, hat man um den Faktor 2 verringert. Ungefähr. Kann auch Faktor 2,5 sein. Das heißt, da wird keine Rücksicht auf... Nein, wird nicht. Das ist eben ein Strahlenschutz, der die Strahlen schützt und nicht die Menschen vor den Strahlen. Das ist meine Quintessenz daraus. Dankeschön, danke.